1944. október 18-án született döntés Szeghegy vagy németesen Szekics gyűjtőtáborra alakításáról. A táborba a helyiek mellett topolyai és szabadkai németeket zártak. Közel 6000 embert őriztek itt másfél évig. Azokat, akik túlélték, vagyonuktól megfosztották és száműzték. A népellenségnek kikiáltott németek az új kárpótlási törvény szerint is jogfosztottak. Die ungarischen und die deutschen Volksgruppen von dieser Entschädigung ausgeschlossen sind, wären wir enttäuscht, denn wir arbeiten ja schon seit Jahren darauf zu, dass die ehemaligen hier vertriebenen Donauschwaben entschädigt werden und ihr Vermögen anmelden können und so vielleicht einen Teil wieder Gutmachung erfahren. A Német Népi Szövetség számításai szerint a németektől elkobzott vagyon körülbelül 32 milliárd eurót tesz ki. Wir haben selbst nach dieser Vertreibungszeit 44-45, wo die Menschen ins Lager gekommen sind oder die auch schon vorher geflüchtet sind, keine Enteignungsbescheide bekommen. Aber es ist uns heute möglich, über die Archive in Novi Sad und Subotica und in den umliegenden Kreisbehörden die Enteignungsbescheide zu bekommen, die die damalige Kommission erstellt hat. A Szekics lágerben a holokausztra emlékeztető körülmények uralkodtak. Az emberek napjában egyszer vízben főtt darát kaptak enni. A legyöngült embereket áróba bocsájtották az őrök, nehéz fizikai munkára lehetett kibérelni őket. Wir haben Erzählungen, wir haben auch Dokumentationen, wo Menschen geschrieben haben, wie es für sie mit der Vertreibung war, ihre Zeit im Lager, die schreckliche Hungersnot, die dort geherrscht hat, das Sterben der Kinder, das haben wir alles in Dokumenten und auch in unseren donauschwäbischen Archiven. Und was das zurückgelassene Volksvermögen der Schwaben ist, so wissen die alten Leute schon noch, wo ihre Häuser sind und sie können auch die Straße und die Adresse uns noch geben. Aber im Großen und Ganzen wird es immer gesucht im Archiv unter der Gesamtgemeinde. Es steht dann drin, wo war dieses Feld, wo war der Acker, wo war das Haus. Und es gibt auch heute noch Pläne, wo wir es finden können. A törvény magyarázata szerint a németeket azért nem illeti kárpótlás, mert a II. Világháború idején együttműködtek a megszálló hatalommal, azaz egytől egyig mindannyian fasiszták voltak. Ach nein, das stimmt mit Sicherheit nicht, denn hier haben ja keine Kriegshandlungen stattgefunden. Es war ja eigentlich nur eine Volksvertreibung und diese Volksvertreibung waren diese Minderheiten, weil es war ja die deutsche Bevölkerung und man hat ihr einfach zur Last gelegt, dass Deutschland den Krieg angefangen hat, verloren hat. Aber hier selbst haben die Menschen ja von diesem Krieg in Deutschland und dem Zweiten Weltkrieg in der ganzen Welt nur bedingt etwas mitbekommen. Nur der tatsächliche Kriegseintritt hat stattgefunden, als 1942 hier die Männer in die deutsche Wehrmacht eingerufen worden sind oder in die ungarische Armee einrücken mussten. Aber bis dahin war zum Beispiel von dem Kriegsgeschehen hier nichts zu spüren. A németek részletes listát készítettek elkobzott vagyontárgyaikról és ingatlanjaikról. Ugyanakkor ezt az összeírást elvégezték az új hatalom képviselői is. Ezeket a dokumentumokat eddig hétpecsétes titokként őrizték a levéltárakban. Es besteht natürlich das Interesse daran für diese Wiedergutmachung und die ehemaligen Bewohner stellen auch ihren Antrag auf Wiedergutmachung. Diese Anträge gehen hier nach Serbien zur Bearbeitung und wir suchen diese Enteignungsbescheide. Nur haben jetzt die Leute auch die Hoffnung auf dieses Restitutionsgesetz, dass über diese Enteignungsbescheide positiv entschieden wird und sie doch einen Teil ihres Vermögens wieder zurückbekommen. A Dunamenti Schwabok Egyesülete a 2000-es években vette fel a kapcsolatot Kishegyes községgel. Az együttműködés eredményeképpen sikerült felújítani a Bács-Fekete-hegyi evangélikus templomot. Az egykori sváb temetőket már felszámolták. A jelenlegi sírkertben csupán egy tábla emlékeztet arra, hogy több ezer német nyugszik ebben a földben. A változó időkről tanúskodik az, hogy a táblát nem döntötték le. De kérdés, mennyire fogadnák szívesen a visszatérő németeket.
wenn wir dort einen Besuch machen und zu diesen heutigen Bewohnern gehen, ja, es ist unterschiedlich. Wir haben Kontakte zu verschiedenen Häusern, wo die Menschen auch sagen, ja, kommen Sie herein, schauen Sie Ihr Haus an, möchten Sie es fotografieren. Es gibt auch andere Häuser, wo die heutigen Bewohner sagen, nein, es ist heute mein Haus und ich möchte nicht, dass es besucht wird. Aber die Zusammenarbeit mit den Ortsbehörden, mit dem Rathaus und mit den Schulen und auch mit der dortigen Bevölkerung ist für uns heute schon gut. A szerbiai vagyonvisszaszármaztatási törvény miatt Magyarország bejelentette, hogy nem támogatja Szerbia Európai Uniós csatlakozását. Németország részéről egyelőre nem érkezett hasonló figyelmeztetés, de ha az Unió legbefolyásosabb tagállama közbeszól, Szerbia egy időre elfelejtheti az európai álmokat. Sollte es so sein, dass wir tatsächlich von dieser Wiedergutmachung ausgeschlossen sind, denke ich schon, dass wir von Seiten der großen Dachverbände, in denen ja die Donauschwaben zusammengefasst sind, einen Widerspruch formulieren und den mit Sicherheit auch vorgeben. Denn seit Kriegsende und seit der Öffnung des Ostens und dass wir jetzt auch nach Serbien reisen können und uns hier in den ehemaligen Dörfern aufhalten können, ist es ja auch das Bestreben, dass die Donauschwaben zusammenkommen und an ihr Vermögen wieder herangeführt werden. A Vajdasági Képviselőház 2003. február 28-án határozatot hozott a kollektív bűnösség elutasításáról. A II. Világháború előtt 500 000 német élt Vajdaságban. 3901 maradt.